Könnt ihr euch vorstellen, dass man seinen Körper zwar spürt, aber nicht bewegen kann? Ich treffe heute jemanden, dem es genauso geht und der trotzdem mit seinen Augen ganze Alben produziert hat. Wie das funktioniert, das möchte ich heute erfahren. Und dafür bin ich nach Südfrankreich gefahren, nach Gaillac. Denn hier wohnt Pwn, eine französische Hip-Hop-Legende, die Unmögliches möglich macht. Salut Nico, salut Trax. Pwn ist ein Urgestein der französischen Hip-Hop-Szene. Er hat mit seiner Crew Funky Family in den 90er und 2000er Jahren die Marseille-Rap-Szene maßgeblich mitgeprägt. Suspense. 2014 merkt Pwn, dass irgendetwas mit seinem Körper nicht stimmt. Nach langer Suche steht die Diagnose schließlich fest. Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Bei dieser Krankheit verlieren die Nerven, die für die Steuerung der Muskulatur zuständig sind, ihre Funktion. Das heißt, Pwn kann seinen Körper zwar spüren, er kann seinen Muskeln aber nicht mehr mitteilen, sich für ihn zu bewegen. Kannst du mir von deinen ersten Kontakten mit Hip-Hop erzählen? Wie ist diese Kultur in dein Leben gekommen und was hat dich daran fasziniert? Comme beaucoup de jeunes Français de ma génération, j'ai été happé par l'émission Hip-Hop sur TF1. C'était une nouvelle mode qui a pris la jeunesse mondiale. Difficile de passer à côté. So eine Krankheit verändert das ganze Leben. Wie hat es auch deinen Blick auf die Hip-Hop-Kultur verändert? Pas vraiment. Kannst du mir etwas über dein Körpergefühl erzählen? Spürst du deinen Körper? Hast du Schmerzen? En fait, j'ai exactement les mêmes sensations que avant, sauf que je ne peux plus bouger, mais je ressens tout. Non, j'ai aucune douleur. Wann hast du wieder angefangen, Musik zu machen? War es irgendwie ein ständiger Begleiter oder hast du zwischendurch aufgehört und erst wieder angefangen? Début 2019. Non, j'avais complètement arrêté depuis l'annonce de la maladie en 2015. D'ailleurs, je savais même pas que c'était possible. Et puis, mon esprit était ailleurs de toute façon. Trotz seiner Einschränkungen hört Pwn nicht auf, weiter an Musik zu arbeiten. Über einen Monitor, der die Bewegung seiner Augen trackt, kann er kommunizieren und arbeiten. Im September 2019 veröffentlicht er das Album Kate and Me. Ein Album, das auf Samples und Vocals der Musikerin Kate Bush basiert. Ein Jahr später folgt das Kollabo-Projekt Visions zusammen mit Kalito, dem ehemaligen Mitglied von Mafia Clan Free. Sein aktuelles Album Listen and Donate ist ein ganz besonderes Projekt. Aujourd'hui, je reviens avec le projet Listen and Donate. Listen and Donate est un projet caritatif et j'ai besoin que chacun de vous stream un maximum de fois ce projet car l'ensemble des droits que vous allez générer va permettre de financer un programme de formation pour soignants dispensé par l'association Tracadom. Du hast ein Album herausgebracht, das heißt Listen and Donate. Jede Stream, jede Vinyl wird gespendet, alle Einnahmen davon. Kannst du mir sagen, welches Projekt damit unterstützt werden soll und was die Idee dahinter war? C'est de lier l'utile à l'agréable, en partant du constat que le manque de formation professionnelle autour de la maladie est énorme. L'argent récolté ira donc à l'association Tracadom, que j'ai créée avec des médecins et qui a pour but de former du personnel aidant et soignant. D'ailleurs, Kate Bush est la première grosse donatrice de l'association. Seine Frau Wahiba übernimmt einen Großteil der sehr intensiven Pflege. Ich bin mir sicher, dass die Menschen um dich herum und die Familie jetzt besonders wichtig sind. Welche Rolle spielt Wahiba in deinem Leben? Elle a un rôle essentiel. Nous sommes très famille. Elle s'est battue pour moi quand je ne pouvais plus le faire pour retrouver une vie normale. Et maintenant, c'est cool depuis 5 ans. Interessiert eure Geschichte. Kannst du mir erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt? Je l'ai rencontré en 2004 en soirée. Je ne savais pas du tout qui c'était, alors que le groupe Funky Family était déjà très connu.
et on avait des amis en commun et on a été amis avant d'être ensuite plus proches. Kannst du mir etwas über den Moment erzählen, als die Diagnose feststand? Wie war das? Ben forcément, quand on apprend le diagnostic, c'est très compliqué, c'est dur. Mais on ne s'est pas laissé abattre quand même, parce qu'on a nos enfants. C'est quand même important de rester positif et de tenir bon. Et on s'est dit, on va tout donner pour qu'ils puissent rester le maximum de temps avec nous. Qui a raison, qui a tort et encore. Ich kann mir das sehr anstrengend vorstellen. Kannst du mir deinen Alltag beschreiben, wie viel Zeit du mit der Pflege verbringst? Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Les journées sont longues parce que toute la matinée, c'est que des soins qui lui sont consacrés et le soir aussi. Donc heureusement quand même que je suis aidée avec des auxiliaires de vie qui viennent quand même apporter leur aide pour les soins. Bon, autrement, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wo nimmst du die Kraft für all das her? Ben, l'amour. L'amour que j'ai pour lui, l'amour que j'ai pour mes enfants, ma famille. Pour moi, c'est normal. Je fais rien d'extraordinaire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Paul. Merci beaucoup, Nico. Die Geschichte von Pwn ist erschütternd und inspirierend zugleich. Denn auf der einen Seite zeigt es, wie durch einen Schicksalsschlag das eigene und das Leben der Familie erschüttert werden kann. Auf der anderen Seite aber auch, aus der Musik so viel Kraft genommen werden kann, dass es das eigene Leben und das Leben der anderen inspiriert. Und mir zeigt es, dass man in diesem Leben nichts für selbstverständlich nehmen sollte.